leben Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan, 39, etwa in Gefahr? Schon während ihres Interviews mit Oprah Winfrey, 67, hatten der Blaublüter und die ehemalige Schauspielerin durchblicken lassen, seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus erhalten sie und Sohn Archie Harrison einst keinen royalen Schutz mehr. Für die Sicherheit in ihrer neuen Heimat Kalifornien müssen sie selbst sorgen. Und die scheint dort nicht immer gewährleistet zu sein. Meghan und Harry mussten seit vergangenem Sommer mehrfach die Polizei rufen. Wie The Sun berichtet, wurde von dem Anwesen der beiden in den vergangenen 9 Monaten ganze 9-mal der Notruf getätigt. Alleine im Juli seien die Cops 4-mal zu dem Zuhause der Familie in Montecito gerufen worden. Grund dafür war mehrfach ein aktivierter Alarm am frühen Morgen. Mehrfach hätten Fremde zudem versucht, sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Der aktuellste Einsatz der Beamten sei im Februar gewesen. Seit ihre Sicherheit nicht mehr durch die royalen Dienste gewährleistet wird, müssen Meghan und Harry die Schutzkräfte selbst bezahlen. Das ist offenbar gar nicht so günstig. Medienberichten zufolge kostet der Service ihrer beauftragten Firma gut 700–800 Euro am Tag. Hättet ihr gedacht, dass Meghan und Harry in den USA solche Sicherheitssorgen haben?